Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Wir fuhren nach Berlin am 1. August 2020 zum Tag der Freiheit. Ich hatte keine Erwartungen, ich wollte nicht enttäuscht werden und ich hätte alle Erwartungen haben können, sie wären übertroffen worden, in die eine oder andere Richtung. Erwartungen zur Anzahl der Menschen, die ich dort antreffen würde. Erwartungen, wie bzw. wie schlecht darüber berichtet werden würde. Und dann kam ich da an, mit vielen, vielen anderen, mit hunderttausenden anderen. Wir waren so viele, unglaublich viele. Sieh nur, wir sollen 1,3 Millionen gewesen sein. Und das waren wir auch. Woher kommt die Zahl? Hör, was dieser Mann sagt. Gestern war eine unglaubliche Demo. Es waren 1,3 Millionen Menschen da. Das hat uns die Polizei anfangs bestätigt. Wir haben immer Zahlen bekommen. Erst waren es 500.000, dann 800.000, am Ende 1,3 Millionen. Und jeder, der die Bilder gesehen hat von dem Zug, konnte das sehen. Oben rechts habe ich die Zeit eingeblendet. Du kannst immer sehen, wie lange er schon läuft. Er läuft in sechsfacher Geschwindigkeit. Dieser Mann sagt, die 1,3 Millionen kommen von der Polizei. Was sagt die Polizei denn öffentlich? Oh, die Polizei sagt 17.000. Und was steht da? Die Polizei hätte gesagt 1,3 Millionen. Ich finde, das ist sehr verwirrend. Schauen wir mal, was auf dieser Seite steht. Tagesschau.de. Fake News über Zahl der Teilnehmenden aus dem ARD Faktenfinder. Die Polizei spricht von rund 20.000 Personen. Die Unterstützer behaupten, es seien mehr als 1 Million gewesen und präsentieren falsche Bilder. Was haben wir denn hier? Ein Schieberegler mit einem Bild. Da ist die Straße nicht so voll. Ich schieb mal rüber. Oh, da ist die Straße voll. Aber die ist ja auch viel größer. Da passen ja viel mehr Menschen drauf. Oh, die ist ganz klein. Da passen nicht so viele Menschen drauf. Das sind doch so viele Lücken. Das ist ja komisch. Das sieht so viel aus. Und das sieht so wenig aus. Aber was ist mit diesem Bild? Böses Bild. Geh weg. Man sieht ja alles. Weg mit dir. Hinfort. Und was sagt dieser Mann? Stunde an dieser Stelle, dann kam der Polizeiführer zu mir, der also meinen Konvoi anführte und sagte, Herr Garten, wir haben ein Problem. Also das heißt, Sie haben einen Ansprechpartner da gehabt von der Polizei? Ich habe einen Ansprechpartner, der meinen Konvoi leitet, der vor mir hergefahren ist und der für mich auch da verantwortlich ist, wenn es zu irgendwelchen Komplikationen oder Änderungen derartige Dinge kommt. Ja, jedenfalls, der kam zu mir und sagte, Herr Garten, wir haben ein Problem. Der Demonstrationszug ist mit der Spitze gleich wieder an der Stelle, wo er auf den Schwanz, auf das Ende trifft. Also es gibt dieses Loch für uns nicht, um da durchzufahren. Naja, aber das war doch eigentlich alles so geplant, dass das funktioniert. Und da kam von ihm das erste Mal die Ansage, ja, es sind wesentlich mehr Menschen als erwartet in diesem Demonstrationszug. Okay, sage ich, ein bisschen rangefragt. Naja, sage ich, wir schätzen mit ungefähr 800.000 Menschen in diesem Demonstrationszug. Der Anfang erreicht praktisch das Ende. Wir werden Stunden hier stehen, weil wir einfach nicht die Straße passieren können. Und da haben wir dann gegenseitig uns entschieden und haben gesagt, okay, dann der Demonstrationszug hat höhere Priorität als unser Buskorso für die Sache Querdenken. Und da habe ich dann auf die Anfrage, was machen wir, wollen Sie stehen bleiben, wollen Sie abkürzen, habe ich die Entscheidung gefällt, an dieser Stelle beenden wir unseren Konvoi. Wir lassen uns von der Polizei zurück zum Großen Stern bringen, auf der Strecke, die wir im Prinzip hingefahren sind und haben den Demonstrationszug der Querdenker in seiner Freiheit den Vorrang gelassen. Ich bin schon auf vielen großen Bühnen gestanden und habe auf Menschenmengen hinuntergeblickt. Bei der Euro in Wien,
in Klagenfurt, bei großen Fußballspielen, in München und so weiter. Ich habe einen ungefähren Blick dafür, wie groß eine Menschenmenge, wie sie sich anschaut, wenn das 30.000 oder 50.000 Menschen sind. Ich habe das selbst schon öfters gesehen. Ich bin am 1. August auf der Bühne gestanden, auf der Hauptbühne am 17. Juni, auf der Straße des 17. Juni. Ich habe zuerst in Richtung Brandenburger Tor geschaut. Mir ist schwindlig geworden. Ich war überwältigt von dieser Menge an Menschen, mit der die Mengen, die ich kannte, 30.000, 50.000, nicht vergleichbar waren, nicht ansatzweise. Und dann habe ich mich umgedreht und sah dasselbe noch einmal auf der anderen Seite. Ich lege Zeugnis ab. Mit eigenen Augen habe ich die Menge von der Bühne überblickt. Das waren weit mehr als alles, was ich je gesehen hatte. Und wir bewegen uns im Bereich von mehreren hunderttausend in einer Größenordnung, die man mit dem Auge nicht mehr einschätzen kann und die sich mit nichts vergleichen lässt, was ich in meinem Leben an Massen gesehen habe. Ah, oh, was für eine Wonne. Macht es dir auch so viel Spaß, diesem Mann zuzuhören? Und auch dem anderen Mann? Ich war da. Ich weiß, wie viele es waren. Ich weiß, welche Energie von dieser Veranstaltung ausgeht. Welche Energie. Sieh, was dann passierte. Wir haben heute Morgen eine Versammlung unter dem Titel Berlin Invites Europe, Fest für Freiheit und Frieden, für den 29. August 2020 angemeldet. Ich sende Ihnen friedliche und freiheitliche Grüße und freue mich auf ein tolles Friedensfest. Du weißt, was das bedeutet. Wir sehen uns in Berlin. Und wenn du noch überlegst, schau dir gerne die folgenden Eindrücke an. Ist auf jeden Fall richtig reich geworden, wenn ich mich so umgucke hier. Was macht man hier auch? Dankeschön. Merkel raus. Genau. Ding Dong, die Hexe ist tot. Ich hatte sie da in der Hand. Ich habe gehört, dass du dort redest. Du musst ein bisschen lauter sprechen.
müssten wir da lang. Warte mal. Wie kommen wir hier jetzt noch irgendwie bei unserem... Ist das eins? Natürlich ist das zwei. An dieser Stelle kann ich hier mal den letzten Satz sagen. Nur wer gegen den Strom schwimmt, der gelangt zur Quelle. Denn nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Ich übergebe jetzt an meinen Freund und an einen extrem geschätzten Kollegen von mir, Oliver Janisch, der zwar nicht hier sein kann, zu schieben, weil sie genau wissen, was sie da tun. Zu den Medien gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Aber als ehemaliger Mainstream-Journalist kann ich euch sagen, was sie tun. Die Massenmedien belügen euch jeden einzelnen Tag. Die Massenmedien verleugnen uns jeden einzelnen Tag. Danke, mein lieber Olli. Ein Applaus für Oliver Janisch. Und auch andere, die mir gesagt haben, Maiko, die Versammlung ist abgesagt worden, also abgebrochen worden. Wisst ihr was? Das wurde eine halbe Stunde vorher, bevor die Meldung kam, bei Spiegel und anderen Mainstream-Medien gebracht. Es ist eine konstatierte Aktion, die gegen uns da ist. Nur so am Rande. Demonstrieren und friedlich bleiben. Deshalb versuchen wir jetzt alle die Emotionen runterzubringen. Das ist auch für mich schwierig, deswegen werde ich jetzt nicht sprechen, sondern jemanden sprechen lassen, der ein bisschen für ein ruhigeres Gemüt bekannt ist. Der Mann im roten Shirt. Okay. Ich möchte gerne, also grüß Gott erstmal an alle hier. Schöner Schwäbischer Gruß. Die Namaste auf Schwäbisch. Ich glaube, einige kennen das Lied, das ich immer singe. Und ich möchte einfach, dass ihr alle witzig, das wäre ein riesiger Traum von mir. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Thank you.
vorgenommen, ne? Das schaffen die niemals. Nie und nimmer. Das dürfen die nicht haben. Naja, schaffen die nicht. Schaffen die nicht. Wir sind Menschen, wir sind stark. Schönen guten Tag. Es erfolgt eine Durchsage der Polizei.